Hallo und herzlich willkommen bei KUKO. Heute zeige ich euch, wie ihr planaufliegende Teile schnell und zerstörungsfrei entfernen könnt. Zum Trennabziehen benötigt ihr immer eine Trennvorrichtung in Kombination mit einer Abziehvorrichtung. Damit könnt ihr alle planaufliegenden Teile demontieren. Ihr kennt das Problem. Unter dem Bauteil ist nicht genügend Platz vorhanden. Ein Standardabzieher hilft euch hier in diesem Fall leider nicht weiter, aber keine Sorge, dafür gibt es eine smarte Lösung. Der Abziehvorgang erfolgt in zwei Schritten. Zuerst müsst ihr die Schneiden der Trennvorrichtung hinter das abzuziehende Bauteil pressen. Zum Abziehen schraubt ihr dann die Zugbolzen der Abziehvorrichtung in die Trennvorrichtung. Das war's. Und jetzt kann abgezogen werden. Für mehr Performance einfach die Trennvorrichtung umdrehen, damit die Auflagefläche vergrößert wird. Ihr könnt das Bauteil nicht greifen, weil die Seitenbolzen der Abziehvorrichtung zu kurz sind? Ebenfalls kein Problem. Wir liefern die passenden Verlängerungen zur Spanntiefenerweiterung. Wenn eure Muskelkraft zum Abziehen nicht mehr ausreicht, dann nutzt doch am besten eine fetthydraulische Spindel. Hiermit bekommt ihr jedes Teil gelöst. Genial!